Wüste, da ist zum Beispiel eine Insel. Hallo. Hey, du verjagst die Fische. Ihr habt doch nicht mal eine Angel in der Hand. Sieht ihr das gar nicht? Hey, komm. Wir angeln hier. Haben zwar überhaupt keine Angel in der Hand, aber hey, wir angeln hier. Hallihallo, Hallöle. Willkommen zurück zu Pokémon, blaue Edition, Route 12, Norden, Lavandia. Ja, wir sind bald wieder in Lavandia. Und da sind wir schon. Und da wir natürlich hier falsch sind, Pokémon, Ivitak, fliegen, Alabastia, wir fliegen mal nach Hause. Hallo Mama, hallo, hallo. Basti, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Ja, und tschüss. Wir waren wirklich ewig schon nicht mehr hier. Ist Professor Eich überhaupt noch am Leben? Ja. Ich freue mich, dich zu sehen. Was macht dein Pokédex? Zeig doch mal her. Ich hab nur 29 Pokémon. Aber 103 gesehen. Ja, ja, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Pokémon wir alle haben und welche wir nicht haben. Pokémon. Du-du-du-du-du-du-du-Talk. Surfer. Tja. Was haben wir hier? Okay, Tauboga brauchen wir nicht fangen. So, wir können ja mal kurz unser Team etwas umsortieren. Und zwar Ultrigaria nach vorne. Dann einfach von der Levelreihenfolge kommt 33, dann die 36er. Ist noch ein 36er. Dann der 43er, dann 43. So passt's. Wow, ein Radfratz. Wow. So, Pokémon. Tutok, Zerfen. Ultrigaria kann man hier ganz gut auch trainieren, weil Wasser, ne? Hallo. Ich habe einen guten Fang gemacht. Möchtest du ihn sehen? Ja. Was haben wir? 6. 6. Kappador. Oh. Cool. Rankenhieb. Und tschüss. Oh, Kappador. Das wird schwer. Platscher. Wieder mal. So, als nächstes kommt jetzt was ganz Großartiges bestimmt. Erst bei Level 26. Und zwar Kappador. Kappador. Eieiei. Oh, Tackle. Das hat Schaden gemacht. Gut, Kappador besiegt. Noch ein Kappador. Eieiei. Nochmal Tackle. Das macht uns fertig. Und als nächstes Kappador. Ja. Er Platscher, wir Rankenhieb. Ein Kappador. Aha, aha.
Carbador. Wir setzen dann mal Rankenhieb ein. Super. Nein, Carbador. Ja. Und auch seine Freunde Carbador und Carbador wurden besiegt. Möchtest du wissen, ob die Fische beißen? Warum sollten die nicht beißen? Das sind ja immerhin Piranhas. Schön wär's, ne? Der hat ja nur Carbador. Oh, ein Goldking. Ist ja aber was anderes. Ja, das haben wir auch gerade gemerkt mit der Schnabelattacke. Alles klar, weiter geht's mit Kikli. Und Schuss, noch nicht ganz. Oh Mann. Jetzt aber Schuss. Ein Goldini. Goldini. Boah, die mit ihren Schnabel angegriffen. Mein Handy. Ich sollte das vielleicht mal ausmachen. Das nervt. Also, ich meine das Geräusch vom Handy. So. Weggeworfen. Also, aufs Bett gepackt. Das ist ja gleich neben mir. So. Golking. Alles klar. Und noch ein Golking. Ob das hier Kikli noch überlebt? Die Antwort erfahren wir jetzt. Besiegt. Welch ein Wunder. Nö. Komm, besieg dich selbst. Also. Nie. Level 37. Ein Gegner, zwei Pokémon besiegt. Das ist schlimm. Mist. Ja, Bernd, das Brot bist du wahrscheinlich. So, Pokémon. Tutok Surfer. Hier gibt's Tentacha. Auf Level 15. Hallo. Stört es dich, dass ich hier schwimme? Nö. Das stört mich ja nicht. Mich stört nur, dass du kämpfen willst. Glatzkopf. Du bist nicht mein Schwimmer, du bist ein Glatzkopf. Du hast eine Glatze auf dem Kopf. Also, ne. Okay. Sollte vielleicht mal andere Attacken einsetzen. Ja. So, noch ein Tentacha. Komm, Ziehstrahl. Mit Ziehstrahl wird alles, naja, auch nicht besser. Oh, doch, verwirrt. Oben, Klammerung. Tschüss. Und als letztes Tentoxa. Wickel. Jo. Überhaupt nicht nervig. So rein überhaupt nicht. Es reicht.
Danke. Dürfen wir auch noch mal angreifen? Nein. Okay, dann doch. Miau. Mann, Mann, Mann. Das war unter der Gürtellinie. Ja, du hast die Kleidung noch an beim Schwimmen. Die See reinigt Körper und Seele. Nö. Echt jetzt. Und was ist denn das? Was? Echt jetzt? Seemon. Totmon. Okay. Wir hätten eine andere Attacke einsetzen sollen. Komm. Schlaf einfach. Ich hab gesagt, du sollst schlafen. Es gibt doch keine schlafpuderresistenten Pokémon. So. Also schon, aber nicht jetzt hier. Also es gibt natürlich auch Attacke-Pokémon, auf denen der Schlafpuder nicht wirkt. Mensch. Aber das muss man ja Seemon nicht sagen. Tentoxa. Ja. So viel zu dem Thema gerade, ne? So. Kadabra. Bald schon wieder besiegt, wenn das so weitergeht. Yeah, war ein Volltreffer. Weg damit. Level 37. Nein. Okay, dann nicht. Ist hier noch jemand, ne? Man sieht immer nicht, ob da rechts noch jemand ist, oder wenn man rechts schwimmt, ob noch links jemand ist. Damit man die Trainer auch alle mitnimmt. Ist ein bisschen schwierig. So muss man immer ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts schwimmen. Dann nimmt man auch jeden mit. Trifft man nur auf viele Pokémon. Wisst ihr, da ist zum Beispiel eine Insel. Hallo. Hey, du verjagst die Fische. Ihr habt doch nicht mal eine Angel in der Hand. Sieht ihr das gar nicht? Hey, komm. Wir angeln hier. Haben zwar überhaupt keine Angel in der Hand, aber hey, wir angeln hier. Muschas. Wir angeln Muscheln. Jo. Läuft. Volltreffer. Ihr angelt Muscheln. Austausch. Die Mega-Muschel hier. Jo. Läuft. Entschuldigung. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich wollte nicht so barsch sein. Barsch. Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anweist. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Angler möchte kämpfen. Ja, Gold King, mal wieder. Ja. Manchmal kann ich mich auch selbst ablenken. Oh, guck mal, verwirrt. Krass. Und diesmal schlägt es sich auch mal selbst. Läuft. Nochmal selbst schlagen. Damit es sich auch selbst vernichtet. Level 38.
Und als nächstes ist man Psychokinese. Oh, Psychokinese. Jo. Konfusion. Mach einfach Konfusion weg. Dann haben wir nämlich 10 aufgefrischte AP mit Psychokinese. Und ein Goldini weniger. Naja, wenigstens ist etwas Zeit vergangen. Richtig, damit sich der Part nicht so in die Länge streckt. So. Pokémon. To Talk Surfer. Dim, 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 dim. Und da ist noch jemand. Ich habe alle meine Pokémon auf See gefangen. Auf See? Ey, ich war im Wasser und hab Pokémon gefangen, ey. Ja, alle deine Pokémon vor allem. Du hast ein Starmie. Ich wiederhole mich, du hast ein Starmie. Du hast alle dein ein Starmie auf hoher See gefangen. Halt nah. Wow, Tackle. Boah, man, diese Volltreffer. Aber wenn wir Volltreffer machen, ist ja gut, aber nicht, wenn der Gegner auch noch Volltreffer macht. Gut. Ja. Mit was hast du dazu jetzt nur zu sagen, dass du ein Pokémon hast? Oh, war ja, ich bin untergegangen. Ja, du hattest ja auch nur ein verfluchten Starmie. Und hier kommt noch ein wildes Tentara, Level 10. Hey, die wilden Pokémon werden immer stärker. Ah, genieße die Sonne und den Wind. Ja, okay. Er hat immerhin 3 Pokémon. Das erste ist erstmal ein Quapuzzi. Ja, und da ist es auch schon weg. Das zweite ist ein Tentacha. Tentacha. Tausch mal schon gesehen heute. Als wilde Pokémon kommen die ja irgendwie nur. Und das letzte ist ein Seemann nochmal. Hat man ja heute auch schon mehrmals gesehen. Ich glaube mehrmals. Nicht nur einmal, ne? Mehrmals. Damit weg und Level 39. Ups, ich hab verloren. Ja, passiert. Und du? Ich nehme an einem Triathlon teil. Triathlon. Das ist doch mit dem Fahrradfahren und dem Schwimmen und dem Laufen. In irgendeiner Reihenfolge. Stern, du. Läuft man nicht zuerst schwimmen, dann und dann Fahrrad fahren? Oder erst Fahrrad fahren, dann laufen und zum Schluss schwimmen? Oder. Ist ja auch scheißegal. Ich habe keine Ahnung. Laufen, schwimmen, Fahrrad fahren. Auf alle Fälle. Irgendwie war Triathlon. So. Ach, Schnauf. Puff. Haben wir ja noch einen Trainer, den wir erledigen können. Nö, aber wir haben noch ein wildes Pokémon. Und damit bleibe ich jetzt einfach so stehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Blaue Edition. Bis dann, und wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video eine positive Bewertung da.
und wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr auch abonnieren. Bis dann. Ciao, ciao.